Hallo, grüß euch. Hier ist wieder die Lorelei. Und ja, wer den Titel gelesen hat, nehme ich ja an, sonst klickt man ja nicht auf das Video, weiß, dass es jetzt wieder mal um mein Planner Line-Up geht. Und zwar habe ich das Anfang 2018 schon hergezeigt. Und da war dieser ganze Haufen, den ich hier jetzt liegen habe, drinnen. Und ja, jetzt möchte ich euch quasi updaten, was davon verwende ich noch. Beziehungsweise, was verwende ich nimmer? Ja, schauen wir mal, gell? Also, auf jeden Fall kann ich schon vorwegnehmen, den Paper Blanks, den kleinen, den habe ich nach wie vor als mein On-the-Go-Planer, funktioniert hervorragend für meine Bedürfnisse. Und ja, also dementsprechend, der ist definitiv noch im Line-Up. Dann haben wir hier den zweiten Paper Blanks, das ist der 10-Jahres-Planer. Ist ein Blödsinn, weil es ist eigentlich mehr so wie ein Tagebuch. Habe tatsächlich noch keinen einzigen Tag da drinnen versäumt. Also es ist nicht so, dass ich es unbedingt jeden Tag mache, aber es ist trotzdem jeder Tag ausgefüllt und es steht was drinnen. Freue mich also schon irrsinnig, wenn ich das Ganze dann in einem Jahr wieder von vorne anfangen kann und schauen kann, was dann halt jeweils ein Jahr davor passiert ist. Also aufregend ist mein Leben jetzt zwar nicht, dass da jetzt quasi historisch wertvolle Dokumente entstehen, aber ist so. Also wie gesagt, der ist dann auch nach wie vor in meinem Lineup drinnen. Dann fangen wir mal den zweiten Stapel ein bisschen abbauen an. Dann habe ich ja diesen Daily Planner, den ich von der Lilly auf der PlannerCon bekommen habe. Den habe ich eben da drinnen auch gehabt. Damals eben auch in Abwechslung quasi mit diesem hier. Und jetzt schauen wir mal, wann ich das letzte Mal hier was eingetragen habe. Es war der 28.01.2018. Also das war das letzte Mal, wo ich den verwendet habe. Da jetzt aber meine Tagesplaner ja im Prinzip nur dafür da waren, wenn ich eine Tagesseite gebraucht habe und mit dem Erin Condren alleine nicht ausgekommen bin, dann wollte ich sie einsetzen. So gesehen ist jetzt das kein Drama, wenn da nur ein Eintrag drinnen ist, aber es ist so, dass ich wesentlich mehr Einträge hier drinnen habe. Das heißt, dieser hier wurde zwar verwendet, aber doch sehr wenig und ich verrate es gleich, er fliegt vorläufig einmal aus meinem Lineup raus. Das gleiche trifft auch auf diesen hier zu. Ich habe den zwar sehr exzessiv genutzt, also seit dem 5.12., wo ich es gekriegt habe, habe ich also immer wieder einzelne Seiten gemacht. Das war zum Beispiel, wobei muss er dazu sagen, die Seiten sind ein bisschen so durcheinander. Das ist zum Beispiel der 1.3., das hingegen ist der 12.1. Also ich habe die dann ein bisschen so eingeordnet, da ist der 8.3., wie halt gerade Lust gehabt habe. Ja, also ich möchte schon schauen, dass dann quasi immer die Seite und die Seite beschriftet ist und dann habe ich manchmal ein bisschen umgeordnet. Das ist mir aber egal, weil da geht es nicht darum, dass ich dann das ganze Jahr schön geordnet und sortiert da durchblättern kann, sondern da möchte ich tun, wie lustig bin. Ich habe zum Beispiel auch da hinten in den Notizfeldern hin und wieder meine Tagesseiten gemacht, habe einmal hier einen Überblick für eine ganze Woche versucht, könnte man mit so einem kleinen Wutzi-Wutz auch was machen und habe dafür die Sticker verwendet, die eben für den Mini-Happy Planner gedacht sind. Dann habe ich zum Beispiel auch mal versucht, ein vertikales Layout zu machen, was jetzt prinzipiell auf jeden Fall funktioniert. Also ich habe mit dem sehr viel gespielt und es hat auch sehr viel Spaß gemacht und ich werde den auch sicher wieder einsetzen. Also da habe ich überhaupt keine Zweifel. Aber vorerst fliegt da auch aus meinem Lineup raus. Dann habe ich hier jetzt noch die verschiedenen Planer, die eben auch noch als unterstützende Planer gegolten haben. Also wie gesagt, der Paper Blanks, der kleine und der Erin Condren, das waren ja meine Hauptplaner. Und dann habe ich eben so unterstützende Planer gehabt. Und unter anderem habe ich in diesem Ordner hier drinnen meinen Hourly drinnen. Also das ist der, den es bei mir auf dem Blog auch im Juni, also ich möchte im Juni quasi mit Start Juni neue Planer noch rausbringen und da gehört eben auch dieses Stundenlayout dann dazu. Und das verwende ich jetzt tatsächlich seit Anfang des Jahres, um mir da dann immer einzuzeichnen, wie mein Tag so ausschaut. Ja? Also dass ich ein bisschen ein Gefühl kriege, wie viel Zeit habe ich denn, um
Projekte weiterzubringen und, und. Also das ist alles andere als schön, aber es ist sehr praktisch und das verwende ich definitiv und wird voraussichtlich eben auch in meinem Lineup bleiben. Also derweil einmal, ja. Gut, dann bleibt die einmal. Dann war es so, dass ich hier, ich muss jetzt schauen, wo oben und unten ist, das ist gar nicht so einfach, das war es definitiv nicht. So, das ist der Monatsplaner von Erin Condren. Da bin ich eben jetzt hier. Den verwende ich im Augenblick auf jeden Fall noch. Also ich bin hier im März und habe da auch meine Ziele mir gesetzt und auch erreicht bis jetzt. Schauen wir mal, ob ich das Ziel heute auch noch erreichen kann. Ja, und da habe ich mir das dann eben alles ausgeplant. Und damals war es ja die Frage, soll ich diesen hier oder diesen hier für meine Ziele verwenden? Also hier haben wir ja dieses Your Best Year, das Workbook von der Lisa Jacobs. Und das habe ich schon eben auch verwendet im gleichen Stil wie das. Allerdings nur bis Anfang Februar, das muss Februar sein, genau. Also nur bis Anfang Februar. Und man sieht schon, dass ich hier kaum was ausgefüllt habe, wo ich aber im Jänner durchaus das noch ausgefüllt habe. Ich bin mit dem überhaupt nicht zurechtgekommen. Also der hat eigentlich zu viel von mir verlangt. Und deswegen habe ich beschlossen, die Dinge, die ich hier ausgearbeitet habe, dann hier noch einmal zu verarbeiten und ein bisschen runterzubrechen und mir wirklich dann eben sehr auf eine Sache dann immer zu fokussieren und eben nicht auf 100 Gebiete gleichzeitig. Und das heißt, das Workbook an sich ist noch in Verwendung, aber der Planer, der da drinnen ist, ist es nicht. Also im Planer-Line-Up ist es definitiv nicht mehr drinnen. Dafür aber, zumindest im Augenblick, noch dieser hier. Deswegen kommt er auf den Stab. Und dann haben wir jetzt eben dieses Notizbuch. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob das in meinem Line-Up drinnen war, weil es an und für sich ja kein Planer drinnen ist. Also es ist mein, es ist ein Notizbuch, wo ich meine ganzen Listen drinnen habe für verschiedene Projekte. Dann habe ich hier eben auch drinnen das Level 10 Live und meine Miracle Morning Sachen. Und ab da hinten ist es allerdings dann eben schon leer. Also bis hierher ist es genutzt und dann ist es noch leer. Aber das heißt jetzt nicht, dass das nicht noch wird. Das ist einfach nur, ich brauche derweil einmal für meine Projekte und für meine Miracle Morning. Nichts weiteres. So gesehen verwende ich das natürlich noch weiter, aber es ist jetzt nicht dezidiert ein Planer. Ja? Gut, dann habe ich euch damals auch vorgestellt, meinen sogenannten Me-Planner oder wie man den auch immer nennen möchte. Den habe ich im Jänner sehr gut genutzt, im Februar durchaus auch genutzt und im März habe ich heute reingeschaut, habe ihn überhaupt noch nicht verwendet. Das ist aber jetzt so kein Drama, weil die Seiten sind ja alle quasi unterdiert und so weiter und so fort. Es ist ein Diskbound-System, das heißt, ich kann die Seiten einfach weiter reichen. Also ich verwende den einfach wirklich dann, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte jetzt Gedanken niederschreiben, aber jetzt nicht Gedanken zum heutigen Tag, sondern Gedanken zu irgendeinem bestimmten Thema. Und so gesehen ist der definitiv auch weiterhin in Verwendung. Gut, und jetzt kommen wir zu diesem Schnuckiputzi, also zu meinem Erin Condren. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe gerade jetzt letztes Wochenende noch ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, ich werde den weiterverwenden bis zum Ende des Jahres. Das ist mein absolutes Ziel und ich liebe ihn und er ist toll und er ist super. Ja, ist er. Ich fürchte nur, er wird trotzdem aus meinem Line-Up rausfliegen, weil was habe ich letztes Wochenende ja auch angestellt. Wer mich auf Instagram verfolgt und auch auf YouTube weiß es schon. Ja, ich habe das Wunderding eingeführt. Finde ich jetzt übrigens gerade spannend, wenn ich den so da drauf lege, dass das dann eigentlich fast die Größe von dem Erin Condren hat. Also nur falls diverse Hobonichi-Besitzer sich bis jetzt nicht vorstellen konnten, einen Erin Condren Hardbound zu verwenden,
Weil der ist ja so riesig. Schauen wir mal, so viel kleiner ist jetzt so ein Zip-Cover von Hobonichi auch nicht. Gell? Aber ja, jedenfalls ist das der Grund, warum der Erin Condren ja bei mir wohl nicht mehr alt wird, weil ich jetzt hier drinnen mein Bullet Journal habe. Ich habe es eigentlich ja nur zum Spaß aufgesetzt, ja, aber aus Spaß wurde ernst. Und dann war es so, dass ich eben letzte Woche mein Review gemacht habe im Erin Condren und auf einmal nicht mehr gewusst habe, was ich in den Erin Condren reinschreiben soll. Weil, wozu? Ich habe ja jetzt ein Bullet Journal. Und ich habe wirklich die ganze Woche eben auch in diesem Bullet Journal schon gearbeitet und das hat mir so viel Spaß gemacht und alles hat sich noch erweitert und mir sind Ideen gekommen und was ich nicht alles machen kann. Das zeige ich euch dann aber im nächsten Video, weil ich werde jetzt gleich im Anschluss noch eins drehen, wo ich euch zeige, wie sich das Bullet Journal in der Woche entwickelt hat, und was ich dann eben heute noch reinmachen werde, weil ich eben noch eine Idee habe, wofür man das Bullet Journal großartig verwenden kann. Ja, aber jedenfalls ist das der Grund, warum eben nicht nur der Erin Condren fliegt, sondern eben auch meine 2-Tages-Planer. Weil, was brauche ich Tagesplaner, wenn ich ohnehin Tagesseiten in meinem Bullet Journal drinnen habe? Also insofern ist das eher sinnlos. Und nichtsdestotrotz, die werde ich mir behalten, weil ich werde dann wieder das System mit Sicherheit irgendwann einmal wieder ändern. Nicht, weil das Bullet Journal schlecht ist von der Idee her, sondern weil ich prinzipiell einfach neugierig bin. Gell? So gesehen sind die bei mir sicher weiterhin gut aufgehoben. Für den Erin Condren habe ich derweil jetzt noch keine. Also ich bin noch nicht ganz bereit, ihn jetzt einfach wirklich rauszuschmeißen, aber ich habe jetzt für die Woche einmal was probiert, das zeige ich euch jetzt einfach einmal. Es schaut nicht schön aus, also gefallen tut es mir jetzt nicht, aber ich habe mir gedacht, ich könnte jetzt sozusagen, weil der doch so schön groß ist und so übersichtlich, hier einfach eine Wochengestaltung machen, wo ich habe das schon einmal probiert. Ich habe das schon einmal probiert und zwar damals, wo ich die DIY Fisch Einlagen probiert habe und meinen Manta dann so als groben Überblickplaner haben wollte. Das hat genau eine Woche funktioniert und dann habe ich es auch nicht mehr gemacht. Also es kann gut sein, dass es hier dem Erin Condren genauso geht. Aber was ich vor allem jetzt einfach an der Woche jetzt einmal gut gefunden habe, wie kommt ihr damit zurecht, jetzt wirklich solche plakativen Sticker zu verwenden, die ja sonst, also gerade wenn man sich jetzt die Woche anschaut, das ist meine Harry Potter Woche, die jetzt leider wirklich sehr darunter gelitten hat, dass ich einfach nicht wusste, was ich reinschreiben soll. Sonst wäre das wahrscheinlich jetzt schon eine recht eine tolle Woche geworden mit viel Text und so, was mir dann ja sehr gut gefällt, aber ist halt jetzt leider nicht. Ja? Aber wie gesagt, ich verwende ja jetzt eigentlich seltener jetzt wirklich diese massiv plakativen Sticker von Mambi zum Beispiel. Und wenn ich sie verwende, dann halt lieber nur einzeln, aber da jetzt echt schon ewig lang nicht mehr. Ja, und deswegen wollte ich das jetzt einfach einmal wissen, wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ich das so einsetze? Und es kann also gut sein, dass ich den jetzt schon weiter verwende, einfach um Stile auszuprobieren und zu schauen, so würde mir das auch Spaß machen. Ja, also so gesehen, schauen wir mal. Gell? Aber als meinen Hauptplaner werde ich ihn nicht mehr verwenden, weil da ist einfach das Bullet Journal System für mich. Yay. Bin sehr froh, quasi wieder zu Hause zu sein, weil das ist doch das, wo ich angefangen habe. Und ja, also es war wirklich wie ein nach Hause kommen. Gut, das heißt also, mein neues Line-up ist gar nicht einmal so wahnsinnig viel unterschiedlich. Wir haben nach wie vor den. Wir haben derweil noch, da sage ich jetzt allerdings auch dazu, derweil noch, also das wird bleiben, weil ich das gern einfach so als extra Ding für den Miracle Morning hernehme. Mit dem Monatsplaner ist es so, dass der ja jetzt im Juli ausläuft. Also das letzte Monat, das da drinnen ist, ist der Juli. Und es ist so gesehen, habe ihn eh brav verwendet. Also ich habe ihn jetzt eh mal bis März definitiv verwendet. Aber es kann sein, dass ich die Sachen, die da drinnen sind, ins Bullet Journal übertrage mit Anfang des nächsten Quartals. Also will heißen mit April. Und dann werde ich den auch aus meinem Line-up rausschmeißen. Gell? Ja, das ist halt dann so und das werde ich dann schon aushalten. Vom Konzept her gefällt er mir immer noch. Keine Frage.
Ja, aber es ist halt dann einfach die Frage, im Bullet Journal kann man so viel machen, muss ich wirklich einen eigenen Planer haben, den ich herholen muss wegen den Projekten, wenn ich das im Bullet Journal eben auch machen kann. Gut, dann habe ich ja hier noch meinen Hourly, den werde ich wohl in dieser Form weiterführen, weil ich nicht den Platz im Bullet Journal eigentlich dafür verwenden möchte, um so ein Layout jedes Mal zu zeichnen. Also das wird im Lineup sicher drinnen bleiben. Dann natürlich bleiben meine zwei Paper Blanks bleiben drinnen, weil die ja beide großartig funktionieren und eben wie gesagt als neuer mein Bullet Journal. Ja, so gesehen sind also drei Planer rausgeflogen und einer dazugekommen. Hat sich also ein kleines bisschen verringert, der Stapel. Gut, das war es einmal an Neuigkeiten bei meinen Planern. Ich danke ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüssi, Baba!